Bei der Landtagswahl in Niedersachsen ist einer ersten Prognose zufolge die SPD von Ministerpräsident Stefan Weil stärkste Kraft geworden. Die Sozialdemokraten kommen derzeit auf 33,5%. Die Konservativen von Herausforderer Bernd Althusmann holen 27,5%. Die Grünen kommen auf 14,0%. Im Landtag wäre nach jetzigem Stand eine rot-grüne Mehrheit möglich. Die AfD erreicht 11,5%. Die FDP muss mit derzeit 5,0% um den Einzug ins Landesparlament bangen.